Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Ich hatte geplant, jetzt Dankeschön zu sagen für 50.000 Abonnenten und jetzt sind wir tatsächlich schon fast bei 52. Ich kann es nicht oft genug sagen, danke. Danke an euch und danke. Aber darauf und auf andere Dinge betreffend Karriere, Auswandern und etwas leicht Persönlichen werde ich im nächsten Video eingehen. Es gibt auch ganz schöne Neuigkeiten aus der Schauspielkarriere, was so die letzten 2 Wochen passiert ist. Und da war ich so etwas beschäftigt. Außerdem fliege ich morgen, also wenn ihr dieses Video guckt, sitze ich wahrscheinlich gerade im Flieger oder bin schon gelandet, fliege ich nach Deutschland. Deswegen heute ein ganz entspanntes, locker flockiges Thema. Und zwar werde ich euch jetzt von amerikanischen Slang, Ausdrücken und Wörtern erzählen, die ihr kennen müsst, wenn ihr in Amerika Urlaub machen wollt. Und wenn ich kennen müsst sage, dann ist das definitiv gelogen. Wie bei jedem YouTube-Video, das ihr jemals gesehen habt, in dem im Titel Sachen standen wie Dinge, die ihr wissen müsst, gesehen haben müsst, essen müsst, machen müsst. Klingt aber sehr gut im Titel eines Videos. Um noch genauer zu sein, müsst ihr nicht mal Englisch sprechen können, wenn ihr in Amerika Urlaub machen wollt. Ich lese öfter mal in den Kommentaren, hey, ich würde voll gern mal in die USA, aber leider ist mein Englisch so schlecht. Keine Sorge, man kommt zur Not auch mit Händen und Füßen und auch damit kommt man zurecht. Meine Erfahrung ist, dass ein Großteil der Amerikaner sehr offen, hilfsbereit und zuvorkommend gegenüber Touristen ist. Aber klar hilft es gut, Englisch sprechen zu können und allgemein würde ich jedem empfehlen, zumindest gewisse Grundkenntnisse in dieser Sprache zu haben. Ich denke, man kann sich innerhalb eines Monats mit einer Stunde täglich konzentrierten Lernen schon so einiges anarbeiten an Grundkenntnissen, was einem definitiv im Urlaub helfen wird. So wie auch folgende Slangbegriffe, die man nicht unbedingt so in der Schule lernt und die einem das Konversieren in Amerika um einiges erleichtern. Vor allem da meiner Erfahrung nach Casual Language, Slang, informelle Umgangssprache im Allgemeinen hier in den USA etwas mehr auch bei Unterhaltungen mit Fremden verwendet wird als in Deutschland. Der Umgang miteinander ist allgemein einfach etwas lockerer. Ob mit jemandem, den ihr gerade erst in der Bar kennengelernt habt oder euren Tourguide, dem Kassierer im Supermarkt. Auf diese saloppe Sprache könnt ihr in einer Vielzahl von Szenarios stoßen. Zum Beispiel der Ausdruck to crash. Ja, crash heißt Unfall, Absturz etc. Aber wenn euch ein Kollege das Angebot hey, you can crash at my place macht, heißt das nicht, dass ihr ein Auto in seine Bude fahren könnt. To crash at heißt ganz einfach bei jemandem übernachten. Babe. Die meisten kennen es als Kosewort, so wie Schatz zum Beispiel. Aber es kann auch ganz einfach eine Bezeichnung für eine Person sein, die ihr sehr attraktiv findet. Egal welches Geschlecht. Puh, Scarlett Johansson is a total babe. Puh, Beramis is such a babe. Oft wird das Wort auch im nicht-romantischen Sinne verwendet. Wenn dich also eine Freundin Babe nennt, dann heißt das nicht unbedingt, dass sie auf dich steht. Ich weiß noch ganz genau, ich war mal mit einer Freundin auf La Brea Hollywood Boulevard unterwegs in Los Angeles und sie hat es zu einem fremden Obdachlosen gesagt, als sie ihm einen Dollar gegeben hat. Here you go, Babe. Bucks heißt ganz einfach Dollar. 5 Bucks, 100 Bucks. Der Begriff kommt davon, dass vor gut 200, 300 Jahren noch viel mit Buckskins, also Hirschleder, gehandelt wurde. Und so wurde das im Nachhinein für den Dollar im Slang übernommen. Ein sehr wichtiges Wort für Los Angeles, New York oder allgemein amerikanische Großstädte. Ein Ort oder eine Person kann sketchy sein. Eine zwielichtige Gestalt oder ein Ort, der einem Unbehagen bereitet. Wenn euch jemand im Urlaub sagt, I wouldn't go there, it's kinda sketchy oder he's kinda sketchy, dann solltet ihr euch davon fernhalten. Das gleiche gilt auch für das Wort shady, was direkt übersetzt einfach nur schattig heißt. What's up? What's up? Sup? Oder wie man in den 90ern gesagt hat, what's up? Ja. Das kann 2 Dinge heißen. Im casual, lockeren Gebrauch heißt es ganz einfach, hallo, hey, was geht? Hey, wie geht's? Wo man drauf antworten kann, aber wo ein Amerikaner manchmal eventuell verwirrt guckt, wenn ihr wirklich ernsthaft darauf antwortet. Es kommt wirklich darauf an, wie das Ganze gesagt wird. Hey, what's up? Ganz einfach nur hallo. Wenn du aber gerade betrübt guckst und jemand sagt, hey, what's up? Ist es wahrscheinlich ein ernsthaftes. Wie geht's? Ist alles okay? Wasted!
Kennen wahrscheinlich viele aus GTA, aber wird im allgemeinen Sprachgebrauch hauptsächlich für sehr betrunken verwendet. I got so wasted last night, I can't remember shit. Ich war so voll gestern, ich kann mich an nix erinnern. Dude, Buddy, Bro, Brother, Man, Junge, Alter, Kollege, Bruder. Es gibt definitiv Äquivalente dazu in Deutsch. Aber jeder, der hier schon mal in Amerika Urlaub gemacht hat, dem ist das vielleicht aufgefallen. So Sachen wie Dude, Buddy, Brother wird hier häufiger auch in Situationen mit Fremden verwendet. Wenn dir in Deutschland ein Kassierer Wechselgeld gibt, dann hört man ganz selten, hier 80 Cent zurück, Kollege. Alles klar, hier ist das Wechselgeld, Alter. 50 zurück, Bruder. Aber alright, Buddy, have a good one. Here you go, Brother. Kommt nicht selten vor. Kann einem am Anfang etwas komisch vorkommen, aber mir gefällt es mittlerweile sehr gerne. Ich mag diesen lockeren Umgang mit Fremden und das hat mir selber als jemand, der, ja, in der Öffentlichkeit oder mit Fremden eher zurückhaltend ist, introvertiert, weiß nicht, wie man es nennen will, schüchtern, keine Ahnung, hat mir sehr geholfen im Allgemeinen. Also ich mag das tatsächlich jetzt mittlerweile sehr gerne. Und das ist dann, wenn ich nach Deutschland, gerade nach Norddeutschland komme, jetzt auch in der nächsten Zeit, immer ein bisschen ungewohnt. Und wenn ich das so beibehalte, wie ich dann hier mit Fremden umgehe, dann kann man definitiv mal komisch angeguckt werden in Hamburg. Ja. Oh, you can't come tonight? What Obama? What a bummer? Obama? Bummer? Nein, es heißt nicht Präsident Obama. Bummer. A bummer ist eine Enttäuschung. To be bummed, enttäuscht sein. I'm so bummed I can't make it tonight. Ich bin so enttäuscht, dass ich heute Abend nicht kommen kann. Auch im Los Angeles Ausredendeck aus meinem letzten Video zu finden. Apropos letztes Video. Hier ist nochmal meine Lieblingsaufnahme, bei der ich leider aus Versehen das Color Grading entfernt hatte. Oh, hört ihr das? Die Pelikane sagen euch, dass ihr gerne dem Video schon mal einen Daumen nach oben geben könnt, wenn ihr wollt, um den heiligen Algorithmus zu füttern. Man, he's just magnificent. I have such a crush on Beramis. Ich stehe total auf Beramis. Verknallt sein, etc. Das Gegenteil, to dump someone, mit jemandem Schluss machen. Ihr habt es vielleicht in der Schule gelernt, im Singular heißt das Wort guy, ganz einfach Typ, Kerl. Eine männliche Person, guys im Plural allerdings, heißt Leute. Okay guys, let's go, come on guys. Und das wird so gut wie in jedem Setting, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Formalität verwendet. Ob am Filmset, bei einer Hochzeit, beim Kindergeburtstag oder ganz einfach unter Freunden, guys wird hier sehr oft verwendet. Oh, ich hasse Montage. Ich wünschte, ich wäre auf den Malediven. Ich höre dich. Wie? Was? Wo? Wenn ihr jemandem stark zustimmen wollt, Allah, das kannst du laut sagen, ist der richtige Ausdruck dafür, ich höre dich. I hear you. Oder noch legerer ausgedrückt, I hear ya. I hear you, dude, brother. Yeah, I hear ya, bro, sagt der Kassierer an der Kasse zu euch. Was habe ich eigentlich immer mit Kassierern und irgendwie an der Kasse? Bin ich so unkreativ, dass mir nie eine andere Alltagssituation in meinen Videos einfällt als Kassierer an der Kasse? Schlecht. Hey Bro, guck mal, was vor der Tür steht. Neues Auto. Ich sehe dich. Ja. Ich sehe dich wird gerne mal verwendet, wenn man von jemandem beeindruckt ist. Ob er etwas Beeindruckendes tut oder sich gerade was Cooles Neues geleistet hat. Vor allem, wenn man es der Person gönnt und man seine Begeisterung ausdrücken möchte. To have a blast, eine Explosion haben, heißt einen Haufen Spaß bei einer Sache haben. Nuts. Mann, was für ein verrückter Hund. Der ist ja vollkommen Nüsse. To be nuts heißt verrückt sein. Und nicht nur Nüsse sind verrückt, sondern auch Bananen. This is bananas. Das ist verrückt. To hang out with someone. Aushängen. Heißt es natürlich nicht. Es ist offiziell mit jemandem abhängen übersetzt, wobei ich dem nicht zustimmen würde, ganz ehrlich. Das ist eins von diesen Wörtern, das hier sehr viel regelmäßiger und weitläufiger verwendet wird. Ich denke, es ist eher so zu interpretieren. Let's hang out later. Lass uns später treffen. Let's hang out sometime. Lass uns mal etwas zusammen machen. Denn in diesem Zusammenhang von verabreden, lass was machen, ist Hangout definitiv das meistverwendete Wort. Pro-Tipp, wundert euch auch nicht, wenn ihr zum Beispiel in Los Angeles seid, gerade in Südkalifornien wieder, ja, jemand, den ihr kaum kennt,
wird euch vielleicht sagen, hey, you're awesome, man, let's hang out sometime. Manchmal ist das dann auch einfach nur so etwas dahergesagt und es wird niemals dazu kommen und seid dann nicht überrascht. Awesome. Das ist eigentlich kein Slang, aber es ist definitiv das amerikanischste Wort, das es gibt. Es heißt eigentlich fantastisch, großartig, Hammer, Wahnsinn. Aber man muss hier auch wirklich wieder darauf achten, wie es gesagt wird. Und es dauert vielleicht eine Weile, bis man es ganz richtig interpretieren kann. Manchmal wird auch das einfach nur so dahergesagt und es ist eher nur mit gut, ganz okay, nicht schlecht zu übersetzen. Yeah, the movie was awesome. Kann nur ein akzeptabler Film gewesen sein. Oh my god, the movie was awesome, amazing, like the best film ever. Da sind wir schon näher an der eigentlichen Bedeutung von großartig dran. Da habe ich, glaube ich, mal ein Video drüber gemacht. Außerdem kann awesome auch ganz einfach wie cool zum Beispiel als positives Wort der Zustimmung benutzt werden. I'll pick you up at 8, okay? Ich hole dich um 8 ab, okay? Awesome, alles klar, verstanden. Fair enough klingt wie viele Wörter im amerikanischen Akzent eher wie ein Wort, fair enough. Und damit drückt man sein Verständnis gegenüber etwas Gesagten aus. I'm sorry I can't hang out tonight. I gotta dump my girlfriend. Oh, that's a bummer. But fair enough, she's a little nuts. Dieses Wort hier, als Nomen oder Verb, sehr, sehr wichtig. Wenn euch jemand sagt, etwas ist ein Rip-Off, haltet euch fern davon. Es ist eine Abzocke. Sweetheart, Sweetie, Darling, Schatz, Süßer, Süße, Liebling. Diese Begriffe sind Kosenamen. Oder als Frau können einem diese Begriffe auch mal hinterhergerufen werden. Aber ihr solltet euch nicht wundern, ob männlich oder weiblich, wenn euch eine wildfremde Person gerade im Süden des Landes so nennt. Ist zwar jetzt ein Klischee, aber oft ist es sogar eine typische ältere amerikanische Dame, die einmal Sweetheart, Sweetie oder Darling nennt. No problem, Sweetheart. To buy something. Ja, heißt kaufen, heißt aber wie im Deutschen auch, jemandem etwas abkaufen. Zum Beispiel, Beramis is a really good guy. I don't buy it. Hang tight, I'll be right with you. Bleib wo du bist, hab noch etwas Geduld, ich bin gleich bei dir. Und noch ein sehr häufiger Slangbegriff, I'm in, I'm down. Ich bin drin, ich bin unten. Wenn jemand fragt, hast du Lust heute ins Kino zu gehen? Oder in der Gruppe gefragt wird, wer hat heute Lust zum Strand zu gehen? Kannst du ganz einfach mit I'm in, I'm down, ich bin dabei antworten. Und es gibt noch viele weitere solche Ausdrücke, aber das hier sind jetzt die wichtigsten, die mir so eingefallen sind. Und es sind tatsächlich Dinge, die auch verwendet werden. Leute, Guys, ich war im Internet und habe mal noch nach so Listen geguckt, um zu sehen, ob mir irgendwelche anderen Wörter gerade nicht einfallen. Und ja, viele davon waren in den Listen, aber auch andere Wörter, wie diese zum Beispiel, die ich in 7 Jahren hier in den USA noch nie gehört habe. Manche von diesen Listen, da weiß ich nicht, ob die Leute wirklich jemals in den USA waren, die die geschrieben haben. Ich hoffe, dieses Video war nicht allzu trocken und für den einen oder anderen interessant. Ist ein Video, das ich schon länger mal machen wollte, steht schon länger auf meiner Liste, aber es ist einfach nicht so ein mega beeindruckendes, super interessantes Thema. Weiß ich nicht. Aber vielleicht hatte ja der ein oder andere Spaß daran, dieses Video zu gucken. Nochmal auch hier vielen Dank an alle Patreonen und vielen Dank an die Kanalmitglieder auf YouTube und vielen Dank an euch alle da draußen. Nochmal und nochmal und nochmal, ich werde es 1000-mal sagen, vielen Dank fürs Abonnieren. Und das nächste Video wird sehr persönlich, kommt Karriere-Update, wie gesagt, und dann erstmal für 2 Wochen Videos aus Deutschland. Ich muss irgendwie mal packen. Ich fliege in 15 Stunden los oder so. Auf Wiedersehen. Peace.